Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und was wir heute machen wollten, weiß ich gar nicht mehr, weil, genau, bringe Chavis Amulett zu Chavi. In Windhelm, von Weißlauf nach Windhelm reisen. Ist das nicht Verrat irgendwie? Von den Kaiserlichen nach zu den Sturmmänteln? Ich weiß ja nicht. Es ist absolut merkwürdig. Aber egal. Ich habe das Gefühl, manchmal auch, die Ladezeiten variieren je nach Entfernung. Ja, bescheuert. Aber ich habe das Gefühl. Und Gefühle lügen nicht, denn Dänen lügen nicht. Ah, sieht noch nicht so nachtig aus. Da könnte man vielleicht noch mit ein bisschen Glück ach, oder ist das der Hafen? Könnte sein, dass das der Hafen ist. Die Bretonen leben in Hochfeld. Boah, das älteste bekannte Bauwerk von Tamriel steht, der Diamantturm. Ja, wir sind Bretonen. Natürlich, wir machen Geschichte. Älteste Bauwerk, Diamantturm. Hallo, das hört sich sogar wertvoll an. Also, ist klar. So. Der Hafen. Ist das der Hafen? Wirkt so wie der Hafen. Hier muss man ja erst nur runtergehen. Ja, das ist der Hafen. Hallo. Ihr habt euch in Jafets Torheit wacker geschlagen. Das werden wir nicht vergessen. Ja. Ärger oder so? Nein. Ach, was? Erkundet viele Sümpfe? Wir sind es gewohnt, mit nur wenig auszukommen. Aber die Schmetterschildfamilie will alles für nichts. Bereitet euch jemand Probleme? Torbjörn Schmetterschild. Ich wünschte, jemand würde ihm die Münzen aus seinen fetten Fäusten prügeln. Er hält jeden Septim fest umklammert. Mach ich. Seiner Meinung nach ist die Arbeit eines Argoniers nur ein Zehntel der eines richtigen Nordarbeiters wert. Meine Leute sind doch keine Sklaven. Torbjörn ist ein Kapitalist. Juhu! Was wäre, wenn ich mit Torbjörn rede? Ihr könnt es ja probieren, aber wir haben damit nichts erreicht. Ihr. Ich brauche Training, vielleicht Rüstung. Ihr werdet in schwerer Rüstung Kreise um die großen, langsamen Brocken laufen können. Ed? Kann man nicht gar nicht mehr. Wie lange habt ihr in Windhelm gelebt? Ich kam als Küken hierher. Kälter als Himmelsrand sind nur die Nord selbst. Aber wir halten zusammen. Okay, warum sind alle Hafenarbeiter Argonia? Wir arbeiten, wo wir Arbeit bekommen. Die Nord entladen ihre Schiffe ungern, also erledigen wir das für sie. Nett. Manchmal fehlt nachher Ladung. Ich dachte, die Kajit wären Diebe. Möge die Erde unter euren Füßen immer weich sein. Erkundet viele Sümpfe. Auch ein Name. Windhelm war hart zu meinem Volk. Aber unser Glück wird sich wenden und wir werden Obdach und Essen haben. Ja, ich hab euer Amulett. Seid gesegnet. Ihr gebt mir neue Hoffnung. Bevor ich von Zenithar ausgewählt wurde, war ich ein Dieb. Damals habe ich so einiges gelernt, was euch beim Überleben helfen könnte. Lasst mich es euch zeigen. Mhm, cool. Leichte Rüstung verbessert. Ja, das brauchen wir unbedingt. Schlossknacken, das schon eher. Schade, ich dachte, wir kriegen Taschendiebstahl noch. Es war schön, mit euch zu reden. Mhm. Bleibt weg von der Aretino-Residenz. Unser Ort ist verflucht. Huch. Der hat ein Schild. Gehen wir. Wieso hat Elan ein Schild? Was braucht ihr? Wieso hast du ein Schild? Ach so, Elas Schild. Weiße Fellkapuze. Ja, aber nur wenn es kalt ist. Ich finde das gut. Rüstungswert 40 ist gar nicht mal wenig. Steigert die Giftresistenz. Na gut, das ist halt jetzt nicht so das Beste.
Torch, Eisenpfeile. Ja, okay. Ja. Nach euch. Nach euch, genau. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Reden wir Torbjörn? Nein, das kommt später. Ein Amulett von Arkind Torbjörn bringen. Cool. Was könnten wir machen? Retrieve Pelgurts Family Sword. Hört sich das nicht möglich an? Ja, das ist die letzte von, die letzte quasi von diesen englischen von Interesting NPCs. Also machen wir das, würde ich sagen. Höhle bei den flüsternden Hügeln? Da waren wir schon mal. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Aber ich weiß, dass wenn ich sowas sehe, dann sagt mir das schon viel mehr was. Na, klasse. Nein, nein, nein. Aber echt, die nutzt nicht den Bogen, scheinbar. Ach, sind immer noch Pfeile in der Nähe. Dietrischer Pfeil, Dietrich Gold. Ein Banditenraubgold. Verursacht der Hase eigentlich überhaupt Schaden? Würde ich mal gerne so wissen. So, dürfen wir jetzt warten? Wir dürfen warten. Ich wollte da jetzt nicht schlafen. Außerdem verhindert das Bestienblut eh den erholsamen Schlaf. Da. Nicht gut. Ich bin gut. Dass ich das weiß. Gehen wir doch mal da rein. Ist das ein Dietrischer? Das ist ein Dietrischer Fall. Otterwing Hills Cave. Und die Stufe 38 ist auch schon sehr weit. Drei Viertel. Wenn ich es richtig erkenne, oder zwei Drittel. Irgendwie sind denn so zwischen dem Bereich. Nein. Eine Illusion. Wisst ihr was? Ich pack das jetzt auch auf die Favoriten. Die Favoriten werden zwar hier langsam voll, aber es geht. Seelenfalle, Schnellheilung. Das sind alles Sachen, die ich wirklich ständig benutze. Außerdem, irgendwann müssen wir Illusion ja auch mal skillen. Das ist ja kein schlechter Zauber. Die Zauberschule heißt es doch immer. Allein die Lautlosigkeit, die ist ja auch wirklich. Das stimmt allerdings. Banditen sind und bleiben Abschaum. Und es gibt keine Entschuldigung für das, was sie tun. Deswegen treten wir auch der Diebesgilde bei. Oh, hi. Huch. Gold. So. Huch. Ui. Ja. Das war ein Fehler. Oh, den Granatstein könnte ich vielleicht. Egal. So viel Loot wird da jetzt auch schon nicht sein. Dass diese Eisenstreitaxt. Und irgendwas verhindert. Und im schlimmsten Fall können wir die. Ah, ich glaube, ich weiß, welche Höhle das ist. Wenn das hier der Gang ist, dann ist das die, wo hier diese zwei Möglichkeiten waren, hier runterzukommen. Ich meine ja. Ich hörte das Schneegeräusch. Einer der schönsten Sachen im Winter. Löscht mal eure Fackeln. Ich versuch's. Sie sieht uns, wenn wir die Fackeln nicht ausmachen. Was war das? Gar nichts, gar nichts. Was? Oh.
Eieieiei. Oh, sorry. Nicht fair, ich weiß. Ich glaube, wir haben die erledigt, oder? Nein, doch nicht. So, schon besser. Sorry nochmal, Ayla, dafür, dass ich dich erschlagen habe. Aber das kann ja schon mal vorkommen. Du stehst ja auf BDSM. So. Eine Holztür hier. Ich feiere das. Das ist so eine Eishöhle alles. Und dann ist hier so ein stabiler Steinbau. Ja, ja, ja. Ui, sorry. Sorry. Veränderungstränke sind da gut. Was war? Lassen wir die Spielchen. Das war um die Ecke unerwartet. Aus dem Hinterhalt und eigentlich auch ohne mich zu treffen. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ich weiß, dass die dangerous looken. Wenn ich ganz klug bin, dürfte ich sogar ohne Wiederherstellung schaffen. Ich tue Gold. Aber jetzt kann ich es mit Wiederherstellung machen, da geht das Heilen schneller. Ein Veränderungstrank. So. Seht, wie schnell die Magiker steigt. Was ich gerade interessant finde, ich hatte doch mal Leben entdecken. Ja, diesen Zauber hatte ich doch mal. Da. Ne, da sieht man die. Oh, das zieht viel. Naja, ich muss mich halt Feuertronarchen beschwören. Und Kerzenschein. Ja. Achso, ich dachte, Ayla geht jetzt schon down. Das wäre traurig gewesen. Wo ist er denn? Jade? Achso, hier. Ja, der hat auch so eine gewetzte Rüstung an, glaube ich, ne? Wenn ich es richtig sehe. Ist halt Banditenanführer, ne? Was war, welche, was für ein schlechter Gegner? Ich habe es nicht verstanden. Bitte wiederhol's nochmal. Ach nee, du bist ja tot. Wer war denn dann der schlechte Gegner? Du hast über dich geredet, oder? So. Darf ich mal... Okay. Ist hier noch jemand? Achso, Pelgwood's Word. Ein paar Bücher kann ich auch mitnehmen. Ich weiß ja noch nicht, ob ich die alle hatte. Aber gebrauchen kann man die immer. Im Notfall bringen sie Geld. Oh. Und ich hätte fast die Kiste sonst übersehen. Mit relativ vielen wertvollen Sachen. Die Rüstung sieht schon gut aus. Das sieht irgendwie blöd aus. Aber naja. Wow. Ach ja, das ist schön. Zu betrachten, wie die gegeneinander kämpfen. So. Und der Fireball wird noch eingeschaltet. Ein Straßenräuber, aha. Was ist das jetzt? Altowein. Eigentlich auch relativ viel wert. Goldener Ring. Oh, der anhaltenden. Anhaltenden? 40 Sekunden, ach so. So.
Wie kommen wir jetzt wieder raus? Look like something like a jail. Also das ist wohl nicht der Weg, wie wir hier rauskommen. Oh, da ist eine Kiste, die wir knacken können. Es ist schließlich nur eine Art Kiste. Schon besser. Höher. Ja. Sagte meine Intuition. Gut. Na, aber jetzt ist es auch nicht mehr sinnvoll, ne? Die Höhle ist ja schließlich beinahe vorbei. Und hier ist es hell genug. Und das sieht man auch nicht alle Tage. Ja. Wenn wir schon auf dem Rückweg sind. Wenn die mir entgegenkommen, ist das nicht gut. Die Kiste ist leer. Ich habe mich verlaufen. Warte mal. Vielleicht mache ich den Kerzenschein doch. Weil ich habe vielleicht einen Ausgang vergessen zu sehen. Das kann sein. Hier, ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Na klar. Es hat angefangen mit einer Eisenkriegsaxt. Dann hört es jetzt auch auf mit einer Eisenkriegsaxt, dass ich zu schwer bin. Himmelsrand gehört mir. Was genau haben wir da jetzt geborgen? Verschiedene, es dürfte ja jetzt ganz oben sein. Return, ach, das Schwert von Pelgur. Ah, ja. Huch, das wollte ich nicht. Ich hatte mal gerade eine Idee. Ich glaube, das ging, dass wenn man überladen ist, kann man mit einem Pferd, glaube ich, trotzdem noch schnell reisen, oder? Wir haben es doch überlebt. Nee, erst nach Weißlauf. Sag ich doch, wenn man auf einem Pferd ist, dann kann man auch überladen. Schnell reisen. Da ist das Pferd natürlich praktisch. Und wir haben ja da eine gravierte Nordrüstung, die so viel Geld bringt. Ja. Ja. Das freut mich. Hoffen wir nur, dass die wieder genügend Geld haben. Weil wir letztens erst da waren und uns an Höhlen-Stuff verkauft haben. Ey, geht nicht nach Hause. Ach ja, natürlich bewege ich mich jetzt langsam. Setz bloß nichts in Brand, in Ordnung? Sorry. Ich will doch nur hier rein. Ich weiß, dass ich zu viel trage, aber das ist gleich nicht mehr der Fall. Hoffe ich. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Mist. Aber vielleicht kann ich ja trotzdem mein Übergewicht wegmachen. Pelgurts Schwert kann ich verkaufen. Ich dachte, das wäre ein Questgegenstand. Es ist schön mit euch. Ah, doch. Ah, ich bin nicht mehr überladen. Das ist schön. Ja, in der Folge verkaufe ich noch meine ganzen Sachen. Ja, ich mache das auch im Windhelm. Keine Sorge. Ausnahmsweise. Weil hier haben die anscheinend wirklich noch nicht mehr Geld wieder. Ein paar Händler gibt es ja im Windhelm. So ist es ja nicht.
unglaublich. Lalala. So. Boah. Das heißt, Windhelm wird nie angegriffen von irgendwelchen Vampiren, Leuten, etc. Wir sind auch immer nur ganz wenig Abenteurer. Werde ich. Bisschen Ziehens und hier beschlagene Rüstung und ein paar Dinger. Goldene Dinger hier. Gravierte Nordrüstung. Hier Eisenbarren. Ja. Und Lederstreifen. Kann ich das jetzt verkaufen? Jo. Gut. Hallo. Danke. Und ein paar Dolche herstellen. Damit wir bald auf 100 sind. Habt ihr meinen guten Hammer benutzt? Nein. Nein. Kommandant. Das weiße Fläschchen. La la la. La la. Hier findet eigentlich ja. Mein Meister ist. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Eventuell ein D3-Herz. Ach, guck mal, wie schön. 499 ist echt so viel wert, ne? Gravierte Nordstiefel, Handschuhe, Lederstiefel, Pelzarmschienen. Und die ganzen Sachen der anhaltenden Unsichtbarkeit. Geringe Ausdauer, normale Heilungstränke, normale Magikertränke. Ein Veränderungstrank, könnt ihr alles gebrauchen. Wein. Habe ich zufällig doppelt Bücher? Nein. Da ist natürlich unser Haus besser, weil da wissen wir das natürlich direkt mit den... Okay, Tränke. Habt ihr Tränke, die ich gebrauchen könnte? Das heißt das. So. Anfälligkeit für Frost, Gegengift der Lähmung, Lösung der Vitalität, der Stärke der Ausdauer, der geringen Magiker. Nein, aber hier kräftige Magiker, kräftige Ausdauer und höchste. Und da kann ich auch ein paar meiner Maklos, hier Saphir, Silberbarren, alles, das was ich brauche. Und dann müsste ich jetzt wieder knapp 126 haben, wenn ich mich nicht täusche. Ist 147, warum 147? 147 minus 12 sind 137, 135. Warum will ich es überladen? Ach, wegen der Bücher. Ja, okay. Dann machen wir hier einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.